Spieltag 10 in der Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem 2:2 Unentschieden im Nachholspiel zu Hause gegen Aufsteiger Holzhausen ist der FC 08 Villingen direkt wieder gefordert, und zwar auswärts in Göppingen. Erster Abschluss, Minute 3, Leon Albrecht. Dies sollte aber auch der einzige wirkliche Abschluss des FC 08 Villingen bleiben in Abschnitt 1. Stattdessen springen wir jetzt in Minute 14. Anthony Mbemsom, ein alter Bekannter im Friedengrund, sorgt hier für die 1:0 Führung für den Gastgeber aus Göppingen, ausgerechnet Anthony Mbemsom, der Ex-08er. Kurz vor der Pause fasst das 2:0 und damit vielleicht zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt die Vorentscheidung für Göppingen, doch der Schuss geht knapp am Kasten vorbei. Die 59. Minute, wieder Anthony Mbemsom, der tanzt hier im Strafraum, will hier den Elfmeter, und das schmeckt Mauro Chiurazzi gar nicht. Die beiden geraten hier aneinander, Kopf an Kopf, dann geht Chiurazzi zu Boden. Eine wilde Szene, richtiger Tumult hier im Strafraum des FC 08 Villingen. Im Anschluss an diese Szene fliegt sowohl Mauro Chiurazzi mit Rot vom Feld, als auch Anthony Mbemsom, der Torschütze, und auch Mergim Nesiri, also einiges los, drei rote Karten in dieser Szene. Viel geboten also auch abseits des Fußballerischen. 08 hatte dann nur noch eine Chance, der eingewechselte Dominik Emminger rechts vorbei am Kasten. Der FC 08 Villingen verliert mit 0:1. Göppingen damit Dritter mit 21 Punkten, der FC 08 Zehnter mit 13 Punkten, jedoch mit einem Spiel weniger. Bereits am kommenden Freitag um 19 Uhr folgt das Heimspiel gegen Pforzheim, dann soll wieder ein Dreier her.